Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Immer noch beim Reezy-Album. Mr. Misunderstood. Wir sind bei dem letzten Skit angekommen. Angeleitet. Den letzten Skit. Healing Scars Skit. Bin ich sehr gespannt. Ihr wisst, die Stimme ist schon geil, gerade wenn das so ein bisschen. Bisschen. Gerade weil man auch mehr dadurch dann nachdenkt, weil die Stimme einfach so geil ist. Bin ich sehr gespannt, was das wird. Wir paaren das natürlich wieder mit dem letzten Song, das wäre dann Root Baby, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal Healing Scars, geht. Wie oft kann ein Herz eigentlich brechen? Heilen die Wunden jedes Mal vollständig oder bleiben da Narben zurück? Da bleiben immer Narben zurück. Ganz ehrlich, da bleiben immer Narben zurück. Jedes Mal, wenn das Herz bricht. Ich will sogar noch nicht mal sagen, dass noch nicht mal Narben zurückbleiben, sondern einfach ein Stück dieses Herzens wegstirbt. Ganz ehrlich. Und wie oft ein Herz brechen kann, finde ich. Ich finde das geil, so darüber dann so nachzudenken, ne? Wie oft kann ein Herz brechen? Ich würde sagen, zu jedem Menschen unterschiedlich, zu jedem Herzbruch unterschiedlich. Ja, und wie man dann damit umgehen kann, ne? Oder wie groß dieses Stück ist, was dann abbricht. Deswegen würde ich sagen, es sind noch nicht mal Narben. Klar, es gibt auch ne, Sachen, wo dann Narben da bleiben, aber ich würde sagen, gerade wenn man so eine Beziehung hinter sich hat, bricht einfach so ein Ding, so ein Stück von dem Herzen weg, einfach, ne, alleine wenn man so irgendwie Vertrauensprobleme hat oder irgendwelche Sachen dann nicht mehr fühlen kann. Deswegen, ja, würde ich so sagen. Deswegen sind ja auch manche Menschen einfach so kalt in dem Sinne und können nicht mehr so lieben, wie sie am Anfang lieben. Weil ich bin der Meinung, am Anfang jedes Lebens kann jeder Mensch gleich lieben. Und dann geht's los mit der Erziehung, so wie die Welt auf einem einprasselt. Das ist ja auf jeden unterschiedlich. Und dann natürlich, ne, was man dann für Menschen trifft, Frauen. Und dann, also Frauen, Männer in Thema Beziehung, es ist jedes Mal anders. Deswegen, das ist dann so eine verrückte Frage. Aber gut, weiter. Nie wieder ganz vergehen, die einen daran hindern, wieder so zu lieben wie am Anfang. Ja, aber nennt man das dann Narben? Ich weiß nicht. Weil für mich ist so Narbe hat für mich so die Bedeutung, okay, da war ein Schnitt, das verheilt wieder und es läuft weiter. So klar, du weißt es, dass das noch da war, aber es stört dich nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen. Mehr und mehr abstumpft. Aber hat es nicht auch etwas Schönes? Abgelehnt, missverstanden, nicht gesehen und nicht unterstützt zu werden? Weil man weiß, dass man sich nur auf Gott verlassen muss. Denn der Rest geschieht ganz von alleine. Ja gut, okay. Geil, dass das wieder übergeht. Eben an der Stelle. Aber okay, ich war nicht gerade so, was soll denn daran geil sein? Aber klar, ne, das zeigt dann so wieder immer mehr dieses Selbstliebe. Es geht mehr um dich und über diese größere Person, die irgendwo da oben ist. Ne, ob es wirklich Gott ist oder ne, was man halt für einen Glaube hat. Es gibt ja oft welche, die haben gar keinen Glauben. Dann gibt es welche, die an Gott glauben, an mehrere Götter glauben und, und. Deswegen, da bin ich auch der Meinung, jeder soll das glauben, was er meint. Ich persönlich denke, da oben ist irgendwas Größeres, aber auch einfach aus dem Grund muss ich auch ehrlich dazu sagen, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Klar, ich habe mich mit Jesus und Gott so ein bisschen auseinandergesetzt, aber nicht so wirklich auch mal in andere Religionen zum Beispiel reingeguckt, an andere Glaubenssätze oder an andere Glaubensrichtungen. Was ich aber immer mehr, ich finde, je älter ich werde, desto mehr habe ich so das Verlangen danach, sowas nachzulesen oder mich damit auseinanderzusetzen. Könnt ihr ja auch gerne mal reinschreiben, ob das bei euch so auch so ist. So, ist ja auch egal, in welchem Alter, ne? Ich meine, ich bin jetzt 25, aber manche haben das schon früher, manche haben das später. Aber bei mir ist das zum Beispiel so, weil,
Gerade wenn man so diese ganzen Menschen sieht, die was geschafft haben, also öffentliche Menschen, sage ich jetzt mal, ne? Die richtig was erreicht haben, hörst du immer, dass die einen Glauben haben. Deswegen, da muss ja irgendwas mit zusammenhängen. Deswegen, da bin ich dann ein bisschen drin. Aber okay, das zu dem Thema. Wieder extrem geil, das geht, ne? Viel zum Nachdenken. 5 Minuten habe ich damit jetzt verbracht. Aber jetzt gehen wir in Root Baby rein. Wird ein längeres Video, tut mir jetzt schon mal leid an der Stelle. Aber gut, Root Baby, let's go. Egal was du auch versuchst, Baby, keiner von ihnen war gut genug, Baby. Es lastet auf dir so wie ein Fluch, Baby. Aber ich set dein Mood, Baby. Ich mache es rough, du machst es smooth, Baby. Bei unserem Film wird nichts vorgespult, Baby. Das Leben ist so rude, Baby. Rude, Baby. Ich komm. Oh. Ey, diese Melo also melodientechnisch, ne, ist dieses Album ein Meisterwerk, sage ich ganz ehrlich. Also, was da im Hintergrund oft passiert, auch hier wieder, wow, so schöne Töne bei. Die Rosé, doch ich mein keine Blumen, Baby. Ich bin Hustler von Kopf bis Fuß, gib mir den Loot, Baby. Fuck it, ich setze dich in den nächsten Flug, Baby. Für was habe ich sonst so viel zu tun, Baby? Für was das ganze Geld und dieser Ruhm, Baby? Fick die Blicke, wir essen in Private Rooms, Baby. Ich stell dir keine Fragen, nur wozu, Baby? Denn für mich bist du ein offenes Buch, Baby. Ich seh viel, hab meine Augen selten zu, Baby. Denn nicht jeder da draußen findet mich gut, Baby. Und das ist auch gut so. Ich wollte es gerade schon sagen, ne? Wo der gesagt hat, wo der gerappt hat, fick die Blicke. Ist auch einfach so, ne? Es gibt genug Menschen, die immer irgendwas Schlechtes von dir wollen und versuchen oder irgendwie Scheiße von dir denken, obwohl die dich gerade das erste Mal sehen, nur weil du irgendwas trägst, was denen nicht passt oder was auch immer. Deswegen scheiß drauf und geh deinen Weg. Ganz einfach. Es gibt immer welche, die rumheulen und irgendwas auszusetzen haben und dann vielleicht sogar noch versuchen, dich da runterzuziehen. Fuck it, mach dein eigenes Ding. Solange du damit anderen hilfst und anderen nicht schadest, Punkt. Weiter, immer weiter. Let's go. Das Leben ist so rude, Baby. Rude, Baby. Wow. Geil. Das ist auch wieder so. So ein Song musste auch danach kommen. So ein richtig schöner Song. Willst du McDonald's oder Nobu, Baby? Alles, was aus meinem Mund kommt, das ist true, Baby. Rude, Baby. Ich erzähl dir mehr, gib mir nur noch ein Zug, Baby. Wir haben viel Bang gesehen, ich zeig dir meine Roots, Baby. Du fragst dich, von wo hat er den ganzen Juice, Baby? Entstand aus Schweiß, Tränen und Blut, Baby. Das ist wirklich ein geiler, schöner Song, ne? Wo du halt auch wirklich. Ich finde, das ist dafür, ne? Da, ich meine, man muss ja sagen, wenn man Reezy hört, denkst du immer so an geile Club-Songs, an Banger. Das ist einfach so. Aber dass er so einen Song raushaut, hey, da kriegt er das sogar schon hin, dass man in die Emotions fällt, dass man selber so, wenn man down ist, sich den Song anhören könnte und sich einfach so gehen lassen kann. Wow. Wow. Die Töne, ich weiß nicht, was das für ein Piano ist, aber das hört sich so geil an.
du Heiliger. Junge, da kommt aber gleich mein Herz rausgesprungen. Ey, das ist geil. So einen nachdenklichen Song nochmal reinzuballern? Wahnsinn. Also wirklich, dass du, ne, gerade auch so wie der ausklingt, so da bist du halt wirklich im Kopf drin und kannst rauslassen. Das ist geil. 10 von 10. Keine Ahnung, was Reezy sich dabei gedacht hat, das Album zu machen. Weil, boah, da ist einfach alles drin. Das ist ja Wahnsinn. Junge, 10 von 10, feier ich, passt perfekt mit dem anderen zusammen. Auch, dass der Übergang so perfekt ist. Geil. Hammer. Ja, ich bin gespannt auf das nächste. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns da nämlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.